Verehrte Damen und Herren, es folgt nun unser Interview mit Herrn Schrager-Ehler. Wir sprachen über den israelischen Luftangriff auf Syrien. Herr Ehler, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ich begrüße Sie ebenfalls nach Teheran. Ja, vielen Dank. Herr Ehler, mit seinen Militärattacken gegen Einrichtungen bei Damaskus hat Israel direkt in die innersyrischen Entwicklungen eingegriffen. Daraufhin richtete Syrien seine Raketen in Richtung Israel. Stehen beide Länder vor einem bewaffneten Konflikt? Ja, das glaube ich vor der Hand wahrscheinlich weniger. Also es ist das ist so, was kommt in der nächsten Zeit, aber man kann nie mit Sicherheit sagen, wie die Entwicklungen sagen. An sich die Attacke selber oder zwei Attacken, ich denke, haben zwar Präsident Assad in Schwierigkeit gesteckt und hat auch Signal geschickt, aber in verschiedene Richtungen, aber ich glaube nicht, dass das Syrien im Moment große Interesse an Erweiterung von Konflikten hat. Herr Ehler, wo kann man Israel im Syrien-Konflikt positionieren? Ich glaube, es ist, wenn ich die israelische Medien anschaue und was Politiker und Experten sagen, Israel befindet sich in einer sehr schwierigen Lage, kann sich irgendwie nicht richtig entscheiden, weil auf der einen Seite gibt da klare Animosität gegenüber der Präsident Assad, das ist ganz klar, und da ist offensichtlich eine große Sympathie für die Rebellen zu empfinden, das ist auf der einen Seite. Andererseits hat der Präsident Assad bislang für eine große Stabilität in der Region gesorgt und vor allem an der Grenze mit Israel. Da gab es seit 1974 praktisch nur kleine Zwischenfälle und die Konflikte zwischen Israel und Syrien liefen eher über Stellvertreter wie Hezbollah oder in Libanon in allgemein. Also und insofern stellt die Zukunft gar keine und die Instabilität in Syrien gar keine sichere Faktor, vor allem wenn die Rede ist, dass es unter den Rebellen gibt es sehr viele, die Israel nicht besonders schätzen. Ja, Herr Ehler, Sie haben zu Recht gesagt, dass auf der Seite der Rebellen auch solche kämpfen, die woanders bekämpft. Wird diese Angelegenheit in israelischen Medien wahrgenommen? Also eben, man nimmt sie wahr und trotzdem, und das ist, ich glaube, das gibt da ziemliche Meinungsgleichheit mit der Administration von Obama. Ich glaube, das ist auch der Hauptziel gewesen von oder war von dem Besuch von Obama in Israel und auch die Kontakte seitdem. Man wollte irgendwie eine gemeinsame Strategie gegen Syrien oder die Sache in Syrien koordinieren. Und da ist man einerseits, man merkt, es laufen gefährliche Prozesse in Syrien und die USA, wie auch Israel, sie wollen höchstwahrscheinlich militärisch, also Bodenoperation, sich nicht groß in Syrien einmischen, aber sie wollen irgendwelche Signale doch senden, und damit war meiner Meinung nach, und das war auch von verschiedenen israelischen Experten auch zu hören, dass Israel eigentlich im Auftrag von den USA agierte, um auch einen Versuch Ballon zu lancieren. Das heißt, man kann nennen das Pilotprojekt, und da gab es eigene Stimme, und sie haben gesagt, ja, wir arbeiten eigentlich im Auftrag von den USA. Und USA, gemäß dieser Experten, wollte ausprobieren, ob das militärisch überhaupt etwas
geht und taugt und zweitens, wie die Reaktion ist. Und danach gab es eine Krise und da wollte man von allen Seiten diese Lage wieder beruhigen. Also die Israel hat beispielsweise eine große Manöver an der syrischen Grenze, also Bodentruppe, gehabt und dann subito nach dem Angriff wurden sämtliche Truppen abgezogen, um zu signalisieren, wir wollen nicht weiter die Lage eskalieren. Auch Ministerpräsident Netanyahu ging wie vorgeplant nach China. Man dachte ja, wenn er diese Besuch annulliert infolge der Krise mit Syrien, wäre das als ein Signal, als Verschärfung der Lage interpretiert und da wollte man die Lage ein bisschen beruhigen. Also es gab auch Stimmen, nicht mehrheitlich außerhalb von Israel, von verschiedenen Experten, die meinten, der Angriff sollte eigentlich ein Signal gegenüber den Iran sein, um da allenfalls irgendwelche militärische Optionen zu üben und Druck von israelischer Seite auf der Obama auszuüben. Diese Möglichkeit halte ich für nicht sehr einleuchtend, zumal die Operation, militärische Operation von der Luftangriff gegen den Iran völlig eine andere Geschichte sei. Und zweitens hatte USA gar kein Interesse und Israel meiner Meinung nach ebenfalls auch nicht, den Iran richtig anzugreifen, sondern zu drohen. Das ist was anderes. Und die Signale, diese Angriffe sind, wenn man die Situation in Israel studiert, eindeutig. Sollte ein Signal einerseits gegenüber Syrien von verschiedenen Seiten, inklusive der Rebellen, das Gefühl zu schicken, ihr seid nicht alleine und Israel ist nicht unbedingt gegen euch. Und andererseits auch der ganze Welt, Israel wollte auch signalisieren, ihr macht nicht, um die Situation in Syrien zu ändern, wir schon. Also, und ich glaube, die israelische Regierung hat deshalb sowohl in den USA wie auch in Europa sehr viele Punkte recht günstig gesammelt. Herr Elam, Israel gab an, dass diese Attacke Waffenlieferungen für Hezbollah galt, woraufhin Hezbollah-Chef Nasrallah Waffenlieferungen aus Syrien ankündigte. Ja, ich denke, da gibt es viel Lärm und Rhetorik von allen Seiten. Ich glaube, das war diese vermeintliche Waffenlieferung war eher eine Ausrede als was etwas Seriöses. Und beide Seiten oder alle Seiten müssen jetzt verbal ein bisschen sich profilieren und groß machen, aber ich glaube es nicht, dass es etwas dahinter tatsächlich steckt. Aber das wird sich in der Zukunft es wird sich zeigen. Also ich glaube auch nicht, dass der Hezbollah im Moment große Interesse an Konflikt mit Israel hat. Man steckt in eigene Probleme, man hat genug Probleme, aber verbal können alle Seiten ein bisschen mit gewissen Äußerungen irgendwie versuchen, mindestens Punkten zu sammeln. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwie Israel extra eine Ausrede für eine zusätzliche Attacke liefern würde. Aber man kann es nie richtig sagen. Also, aber ich glaube, da Schlüsselrolle spielt Russland und Russland hat keine Interesse an einer weiteren Eskalation. Herr Elam, wie die Öffentlichkeit in Israel darauf reagiert, ich bitte Sie um eine kurze Antwort. Jawohl, also ich glaube,
Mehrheitlich war eine große Unterstützung für diesen Angriff, aber es gab selbstverständlich auch einige Proteste dagegen. Man hat irgendwie das Gefühl, wir sollen, wir, also Israelis, sollen wir uns nicht einmischen. Vielen Dank, Herr Elam, für diese Einschätzung. Gern geschehen.